Also meine beste Lehrperson war der, der immer am strengsten war, weil von dem habe ich am meisten gelernt. In der Schulzeit habe ich ihn zwar gehasst, war echt ein Arsch, aber eigentlich habe ich am meisten gelernt von ihm. Also meine beste Lehrperson war eigentlich die, die immer wusste, wenn es uns nicht gut ging oder so. Nee, mein bester Lehrer war mein Chemielehrer. Der hat immer alles in die Luft gejagt. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, wer ist eine gute Lehrperson? Was macht eine gute Lehrperson aus? Dazu gibt es verschiedene mögliche Antworten und man findet solche in der Hetti-Studie beispielsweise, die ja vor 10 Jahren herausgekommen ist. Und zurzeit lese ich gerade von Andreas Helmke Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität, wo auch verschiedene Quellen und Studien zusammengefasst werden. Und so die erste Kurzantwort auf diese Frage ist, es gibt nicht nur die eine gute Lehrperson. Es gibt mehrere gute Lehrpersonen und je nach Ausprägung kann die eine Lehrperson auf ihre Art ihren Job sehr gut machen und eine andere Lehrperson auf ihre Art ihren Job auch sehr gut machen, obwohl sie völlig verschieden sind. Hetti beispielsweise sagt ganz am Anfang des Buches, everything goes, das heißt, alles funktioniert schon irgendwie, aber gewisse Vorgehensweisen, Methoden haben einfach einen kleineren Lerneffekt. Und gewisse Methoden, die einfach empirisch untersucht wurden, hat man herausgefunden, dass die einen viel größeren Lerneffekt auf die Schülerin haben können. Dazu gehören beispielsweise die formative Evaluation des Unterrichtes, also Informationen über den Wissensstand der Schüler regelmäßig zu sammeln, Themen wie Feedback, das auch immer wieder diskutiert wird, aber auch Klarheit der Lehrperson oder Schüler-Lehrer-Beziehung, dass all diese Punkte einen enormen, positiven, starken Effekt auf das Lernen der Schülerin haben kann. Und deshalb lohnt es sich als Lehrperson, wenn man interessiert daran ist, den Unterricht besser zu gestalten, sich halt schon mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und zu überlegen, worauf könnte ich neu meinen Fokus im Unterricht setzen, damit das Lernen der Schüler verbessert wird. Dann Andreas Helmke, der hier ja ganz verschiedene Literatur zusammenfasst und auch die Hetti-Studie mit einbezieht jetzt in der neuesten Auflage, zeigt halt auch auf, dass Dinge wie eine gute Klassenführung, die Aktivierung und Motivierung der Klasse sehr entscheidend sein können. Aber auch zum Beispiel, wie Hetti aufgezeigt hat, dass die Klarheit und Strukturiertheit des Unterrichtes sehr entscheidend ist und den Schülerinnen besser Halt geben kann und so ihr Lernen deutlich verbessern kann. Ja, und was jetzt einfach bei diesen beiden Büchern auffällt, und das merke ich auch immer wieder bei mir selbst im Alltag, es gibt nicht die eine gute Lehrperson. So die klassischen Gegensätze sind ja, sagen wir, ganz viel Frontalunterricht oder ganz viel selbstständig organisiertes Lernen. Und viele Leute sehen das einfach so als Gegensätze, aber auch in diesen Büchern wird aufgezeigt, das müssen nicht zwingend Gegensätze sein, die können sich auch sehr gut ergänzen. Und selbst wenn eine Lehrperson nur Frontalunterricht machen würde oder nur selbstständig organisiertes Lernen, beides kann vorzüglich gemacht werden. Es kommt einfach darauf an, wie dass man das Ganze umsetzt. Denn egal was man macht, beides bedingt einfach, dass man weiß, was tut man genau, was muss ich genau tun, damit es wirklich gut wird, bin ich begeistert von dieser Sache und habe ich wirklich das Fachwissen und so weiter. Also all diese Kriterien können auf beide Situationen angewendet werden. Und natürlich, wenn du gerade noch in der Ausbildung bist oder noch im Referendariat oder im letzten Praktikum, was auch immer, ist es so, dass du nicht einfach sagen kannst, gut, ich konzentriere mich auf diese ein, zwei Dinge. Oft ist es so, dass die Ausbildner eine Kriterienliste von 10 Punkten haben und sie erwarten Perfektion in möglichst allen. Im Studium hast du vielleicht noch eher ein bisschen die Zeit, um wirklich all diese Kriterien vollständig zu erfüllen. Aber sobald du im Berufsalltag bist, 100% arbeitest, dann wirst du sehr schnell merken, dass du nicht mehr alles so perfekt machen kannst. Und das kann am Anfang, gerade im Berufseinstieg, sehr frustrierend sein. Und was kannst du als Lehrperson tun? Ich habe schon in meinem anderen Video den Zorro-Kreis erwähnt. Der Zorro-Kreis ist ein Prinzip, das von der Geschichte von Zorro abstammt. Und Zorro, bevor er wirklich zu Zorro wurde, war quasi ein Obdachloser. Und sein Coach, sein Trainer, der hat ihm gesagt, hier ist ein Kreis von 1 Meter und du musst zuerst lernen, in diesem 1 Meter Kreis zu kämpfen mit deinem Schwert. Vorher trittst du nicht aus diesem Bereich heraus. Und erst wenn du diesen 1 Meter von dem Kreis, Durchmesser, was auch immer, beherrschst, wenn du den perfektioniert hast, dann kannst du einen Schritt rausmachen und dann dort weiter trainieren. Und das bedeutet für deinen Beruf, ist, dass du einfach dir immer nur eine Sache auswählst, die gerade jetzt in deiner Situation Sinn macht, woran du arbeiten möchtest. Etwas, das dir wichtig erscheint, was das Lernen deiner Schüler oder einfach deinen Arbeitsalltag verbessern würde und dich nur auf das konzentrierst und das versuchst zu perfektionieren oder gut zu machen und erst dann einen Schritt weiter zu gehen. Anstatt alles versuchen gleichzeitig zu machen, alles nur halbpatzig machen, mit Fehlern machen und vielleicht überarbeitest du dich völlig, im schlimmsten Fall hast du noch einen Burnout.
aber dass du einfach nur eine Sache nach der anderen tust. Und abschließend möchte ich dir natürlich empfehlen, hol dir so ein Buch oder ein anderes Buch, was mit dem Lehrerberuf zu tun hat. Es müssen nicht diese sein. Es gibt so viele tolle Bücher, weil ich bin fest überzeugt, was eine gute Lehrperson auch macht, ist sich selber immer weiter zu entwickeln. Und dieses Wort Weiterbildung ist natürlich manchmal ein bisschen, ja, diese obligatorischen Weiterbildungen, die man immer hat. Aber viel wichtiger finde ich, dass man sich selbst weiterbildet und die Bücher holt oder die Quellen holt. Ich meine, es gibt auch super TED-Talks und so weiter. Online gibt es so viel tolles Material, mit dem man sich einfach weiterentwickeln kann und die Themen angehen kann, die einem gerade wichtig erscheinen. Übrigens, wenn du eines dieser Bücher bestellst, kannst du mich unterstützen. Ich halte eine winzige Provision, wenn du über Amazon dann dieses Buch bestellst oder auch andere Dinge. Das spielt keine Rolle. Aber bilde dich immer weiter, lerne dazu, denn das macht dich als Lehrperson auch immer zufriedener und du wirst immer mehr Spaß an deinem Beruf haben. Das wär's für heute. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.